Ein Engel versucht, mit Ihnen über eine Person zu kommunizieren, die Ihr Leben im Jahr 2023 für immer verändern wird. Diese Person wird wie ein Wunder in Ihr Leben treten und Sie mit unerwarteten Segnungen und Wundern überhäufen, wie Sie es sich nie hätten vorstellen können. 6 Gründe, warum Sie Gott vertrauen sollten, er kennt Sie mit Namen. Er wird Ihre Kämpfe ausfechten. Er denkt immer an Ihr Wohl. Er hat bessere Pläne für Sie. Er ist Ihre Zuflucht in Zeiten der Not. Er ist immer bei Ihnen. Jesus sagt, darum sage ich euch, was immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch zuteil werden. Ihre Zeit kommt, sie ist dabei, für sie zu geschehen, und sie können es fühlen. So viele Segnungen sind nahe. Glaube weiter, bete weiter, und beobachte, wie sich dein Leben zum Besseren verändert. Sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an, um Gottes Segen zu empfangen. Gott sagt, du hast schon so oft im Stillen geweint. Aber jetzt werde ich dich in der Öffentlichkeit segnen. Ich habe deine Kämpfe gesehen. Ich habe deine Tränen gesehen. Glaube mir, für jede Träne gibt es einen Segen. Ich habe dir früher geholfen, sei dir sicher, dass ich dir auch jetzt helfe. Ich werde immer bei dir sein, in der Gegenwart und in der Zukunft. Ich liebe dich. Schreibe, I believe, wenn du an die Liebe Gottes glaubst. Seid um nichts besorgt, sondern bringt in jeder Lage durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Ein Arzt kann euer Leben retten, ein Anwalt kann euer Leben verteidigen, ein Soldat kann euch ein friedliches Leben geben, aber nur Gott kann euch das ewige Leben geben. Ihre Engel wachen ständig über sie und erkennen, dass dies ein Wendepunkt für sie ist. Eine große positive Veränderung steht ihnen bevor, was ihre Finanzen, ihre Beziehungen, ihre Karriere und ihre Gesundheit betrifft. Etwas Großartiges wird auf sie zukommen. Erwarten Sie erstaunliche Momente, erstaunliche Beziehungen, erstaunliche Abenteuer, Glück und Wachstum. Du bist bereit. Lieber Gott, berühre den Körper der Person, die dieses Video sieht, mit Heilung. Berühre ihre Finanzen. 7 Botschaften von Gott an dich, du wirst Erfolg haben. Du bist geliebt. Etwas Gutes kommt auf dich zu. Gute Nachrichten, gute Zeiten, gute Beziehungen, gute Gesundheit und lebensverändernde Segnungen. Sie sind dabei, mit einer zweiten Chance im Leben gesegnet zu werden. Sie brauchen Gottes Frieden, keinen Schnaps. Sie brauchen Gottes Liebe, keine Drogen. Gott wird das Unmögliche in ihrem Leben möglich machen. Eilmeldung, morgen früh wird Gott Ihnen ein Wunder schenken, das alle Sorgen in Ihrem Leben beseitigen wird. Nehmen Sie es jetzt in Anspruch. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie erstaunlich sind und dass sich alles zum Guten wenden wird, weil Sie ein wunderbares und sorgenfreies Leben verdient haben. Gott will nicht, dass Sie sich mehr anstrengen, er will, dass Sie ihm tiefer vertrauen. Die Tür öffnet sich, Liebe kommt herein. Bessere Finanzen kommen zu dir, denn deine Hände werden Geld anziehen. Überlassen Sie alles, was Sie tun, dem Herrn, und er wird seine Pläne verwirklichen. Dies ist Ihre Zeit der Genesung. Gott wird alles wiederherstellen, was der Feind gestohlen hat. Sie werden Ihren Frieden, Ihren Wohlstand und Ihr Ziel wiedererlangen. Was Sie verloren haben, kommt 10-fach zurück. Ihre Engel sagen Ihnen, dass Ihr Liebes-, Finanz- und Geistesleben in den kommenden Wochen aufblühen wird. Verlieren Sie niemals die Hoffnung. Gerade wenn Sie denken, es ist vorbei, schickt Gott Ihnen ein Wunder. Etwas Belastendes wird aus Ihrem Leben verschwinden, und es wird durch einen reichen Segen ersetzt werden. Wenn es Gottes Wille ist, wird es geschehen, und nichts wird es aufhalten. Wenn es nicht so ist, hat er einen besseren Plan. Haben Sie die Gewissheit, dass Sie plötzlich die richtigen Menschen treffen werden, dass sich Ihre Gesundheit verbessern wird, dass sich Türen,
die geschlossen waren, nun öffnen werden, dass Ziele erreicht werden und dass Gebete erhört werden. Gott sagt, er wird sie heilen, er wird das Unmögliche in ihrem Leben tun. Geben Sie Ihren Glauben an ihn nicht auf. Deine schlimme Zeit wird dieses Wochenende zu Ende gehen. Seien Sie bereit für einen wunderbaren Neuanfang. Es kommt etwas in dein Leben, das alles auf eine sehr positive Weise verändern wird. Dies ist ein Zeichen. Nur weil etwas jetzt nicht für Sie geschieht, heißt das nicht, dass es nie geschehen wird. Gott hat bessere Pläne für Sie. Wenn Sie an Gottes Pläne glauben, sagt Gott, dass Sie bald etwas ganz Besonderes feiern werden. Es scheint fast so, als wäre es nicht von dieser Welt, als wäre es plötzlich mit Ihnen geschehen. Seien Sie darauf vorbereitet, akzeptieren Sie, dass es geschieht. Manchmal lernt Gott und zerstört Ihre Pläne, um sicherzustellen, dass der Weg zu Ihrem Ziel sicher und klar ist. Gott sagt, dass dein romantisches Leben so wunderbar werden wird, dass du Flügel bekommst, um höher zu fliegen als je zuvor. Die Liebe wird dich heilen. Sie werden einen frischen, neuen Energieschub erhalten. Wenn du jetzt im Bett liegst und dich fragst, wie du mit einer Situation umgehen sollst, die du nicht unter Kontrolle zu haben scheinst, dann sei einfach still. Ich bin auf deiner Seite. Der Herr wird sie vor allem Bösen beschützen. Er wird über dein Leben wachen, jetzt und für immer. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen, denen, die nach Gottes Plan berufen sind. Lieber Gott, gib mir die Kraft, zu verstehen, dass das Leben nicht fair ist. Hilf mir, die verzerrten Gedanken zu überwinden, die mich von Zeit zu Zeit überfallen. Hilf mir, mich in jeder Phase des Lebens an dich zu wenden. Hilf mir zu lieben, wie du liebst, und zu vergeben, wie du vergibst. Du rufst mich auf, andere zu dir zu bringen, aber mein Stolz steht mir manchmal im Weg. Hilf mir, meinen Stolz aufzugeben, damit ich deinen Willen tun kann. Ich liebe dich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen und es mit jemandem zu teilen. Wir haben den Auftrag, das Wort des Herrn in die ganze Welt zu tragen und so eine wahre Armee zu bilden, die den göttlichen Heiligen Geist verteidigt. Ich kann auf dich zählen? Herzlichen Dank dafür. Möge Gott ihr Leben segnen und bis zum nächsten Mal.